Hallo, hier ist der Ralf von Jütland, Zelten mit Feuer im Herzen. Und wir haben heute die Frage bekommen, beziehungsweise die Tage die Frage bekommen, bei einer 6-Meter-Jürde und bei einer 8-Meter-Jürde, wie verhält sich das dann mit der Kette? Die Kette habe ich euch hier, zeige ich euch. Für eine 6-Meter-Jürde hat die Kette dann 6 Stränge und für die 8 Meter Jürde hat sie 8 Stränge. Jetzt ist die Frage, eine Jürde mit 6 Meter Durchmesser entspricht 6 Kotelblätter, in der Jürde mit 8 Meter entspricht entsprechend viele Felder mehr. Wie verändert sich die Kette? Und dabei ist das Spannende ganz einfach, dass die Kette genau gleich lang sind. Das heißt, ich habe zwar 8 Aufhängepunkte bei der 8 Meter Jürde, habe 8 Kettestränge, aber diese Kettestränge sind genauso lang wie bei der 6 Meter Jürde. Somit kann ich auch einfach jede 6-Meter-Spinne umbaue, indem ich einfach von der 8-Meter-Spinne einen Kettestrang rüberhänge. Das passt dann. So, ich denke, die Frage wäre dann auch relativ kurz und knapp geklärt. Freue mich, wenn ihr wieder reinschaut bei Jürtenland, Zelte mit Feuer im Herzen.